Hallo, grüß euch. Wieder mal eine neue Pilates, ein neues Pilates-Workout und schön, dass ihr da seid. Trainiert fleißig, die Zeiten werden besser und wir werden uns bald sehen. Okay? Gut. Also die Fersen mal heben, locker die Knie beugen und strecken. Nehmt mal die Schultern nach hinten unten. Schulter tief, bleib mal stehen, neig dich seitlich und zur anderen Seite. Einatmen, aus. Eine ganz lockere Bewegung. Mal jede Seite und bleib aufrecht. Nochmal die Fersen bewegen, nimm mal die Hände nach vorne, schließ mal deine Daumen in der Faust ein, einen Daumen hoch, lass die Beine locker fließen, dein Tempo und dann wechsel mal Daumen rein, anderer raus, Daumen rein, anderer raus. Bisschen Gehirnjogging, damit ihr wach werdet, falls ihr am Morgen schaut oder wieder wach werdet, wenn ihr abends trainiert. Gut, der Clou dran, schneller. Und dann haben wir schon den Fehler drin, aber ihr könnt ja üben, so wie ich übe. Gut, das Ganze macht man mit Füßen am Boden, nur die Daumen hoch. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen schwerer, weil die Beine uns geholfen haben. Gut, das schaue ich mir dann im Video an, wie meine Daumen ausgeschaut haben. Gut, lasst locker. Nehmt die Arme nach oben. Setzt euch tief, Hände vor. Einatmen, ausatmen. Nimm die Arme hoch, schwingt mal nach vorne, lass los, richte dich auf, setz dich tief, Arme vor. Einatmen, ausatmen, locker. Einatmen, ausatmen, tief. Zweimal. Richte dich auf. Nimm die Arme seitlich, Handflächen nach oben und komm auf den Fußballenbalance. Schultern sind tief, Bauchnabel, Beckenboden leicht anspannen. Und komm tief. Nun zieh mal dein Kinn ran, roll deine Wirbelsäule ab. Nimm mal die Arme nach vorne, heb dein Brustbein, werde lang, lass los und roll die Wirbelsäule auf. Atme ein in die Balance, tief, Wirbelsäule abrollen. Arme nach vorne, heb die Arme, heb dein Brustbein. Einatmen ist aufrollen und in den Zehenstand. Ausatmen, abrollen. Einatmen, heb dein Brustbein, Länge, ausatmen. Und werden jeder in sein Atemtempo kommen, in seinen Bewegungsfluss,
ist genau richtig. Und noch einmal tief. Nun richtest du dich, kommst erst in die Tischposition, Arme vor, richte dich von hier auf mit gestreckten Rücken, komm in den Zehenstand, Fersen tief, nimm die Arme seitlich, neig dich seitlich, einatmen, ausatmen zur anderen Seite, Arme absenken, Wirbelsäule abrollen, wie vorher die Arme nach vorne, gestreckter Rücken, jetzt aus dieser Länge heraus. Richte dich auf in den Zehenstand, Fersen tief, ausatmen, seitlich neigen, einatmen, ausatmen, ein. Roll deine Wirbelsäule ab. Bauchnabel, Beckenboden leicht einziehen. Spür die Länge, deine Fingerspitzen ziehen weit nach vorne weg, Schulter tief ziehen, zweimal noch, finde dein Tempo. Deine Knie kannst auch beugen, wenn du spürst, im unteren Rücken zieht es. Die Arme tief, reiß nochmal die Schulter nach hinten und komm dabei locker in die Knie, streck sie. Prima, und aufrecht. Zieh die Schulter tief, Handfläche vor, dein Scheitel zieht nach oben, Kinn leicht ranziehen und Powerhouse. Gib mal dein linkes Bein zur Seite, spreiz es ab und die Arme ein bisschen höher und mal so ein Kick nach außen. Kick, Kick, Kick. Halte außen, jetzt überkreuzt du nach hinten, setz dich tief und nimm die Hände vor dem Brustkorb. Richte dich auf, tipp mal zur Seite, nochmal tief, richte dich auf, ausatmen. Je tiefer du gehst, desto mehr müssen deine Beine und dein Gesäßmuskel arbeiten. Gut. Dann ein bisschen mehr, wer mehr möchte. Du kommst hier hoch und hebst an. Setz dich tief. Einatmen. Gerne, wer möchte, auch die Arme hoch. Lass die Hüfte parallel. Zweimal. Einmal noch. Mit dem Zielen. Gut, setz deinen Fuß auf. Hüftbreit. Beug die Knie, nimm mal die Arme nach vorne, mach dich rund vom Rücken wie ein großes C. Einatmen, heb dein Brustbein, Arme leicht zurück. Ausatmen. Ein. Deine Handgelenke sind ganz locker, die Finger sind ganz entspannt.
Bleib dann aufrecht. Zieh die Schulter tief, Arme wieder seitlich. Anderes Bein abspreizen. Und so ein kurzes Kick nach außen. Powerhouse ist aktiv. Dann mal überkreuze, setz dich tief. Einatmen, ausatmen. Geht's auch so. Trick, wo sie Zehe am Boden sehr aufsetzen. Und entweder bleibst du hier in dem Bereich oder du hebst dein Bein an und nimmst die Arme mit hoch. Dein Powerhouse verstärkt sich. Hier die Schulter tief halten, während die Arme hochgehen. Zweimal. Und dann stellt den Fuß ab. Nochmal hüftbreit. Die Länge spüren. Beug die Knie nochmal wie vorher. Großes Zieh, Finger locker. Einatmen. Zwei mehr. Gut, bleib aufrecht. Du machst einen Ausfallschritt. Wir kommen in den Vierfüßlerstand. Deine Hände sind unter deiner Schulter. Zieh die Schulterblattspitzen Richtung Gesäß. Bauchmuskulatur leicht anspannen. Nacken lang. Gut. Streck mal den rechten Arm, linkes Bein. Nochmal Wechsel. Linker Arm, rechtes Bein. Gleiche Seite, zusammenziehen, linker Arm, rechtes Bein. Sonst sind wir nicht zur Kamera. Halte Arm und Bein gestreckt, große Zehe aufsetzen, platziere die linke Hand, dreh den linken Fuß nach außen und öffne dich hier. Komm hier in einen großen Bogen, halte hier drei Atemzüge. Komm wieder zurück, Bein rein, heb linken Arm und rechtes Bein an, wie vorher. Fünfmal Crunch, Powerhouse ist aktiv und deine Atmung bestimmt deine Bewegung. Arm und Bein strecken, linke Hand am Boden, Bein nach außen, öffne dich nochmal. In die Dehnung. Halte hier. Komm zurück. Eine Runde mehr. Nochmal, Zehe aufsetzen, Hand platzieren, öffne dich, hörst die Länge, den Arm über Kopf, der Blick geht vorbei im Arm, wenn es vom Nacken hier in Ordnung ist, sonst schau nach vorne oder zum Boden. Komm zurück, platziere die Hand auf die Unterarme. Schulterblattspitzen zurückziehen, Powerhouse,
Nur die Lendenwirbelsäule bewegen, indem dass du dein Schambein Richtung Knie ziehst, Ellbogen ziehst. Kleine Bewegung. Ausatmen rund, einatmen gerade. Bleib im neutralen Becken, stell deine Zehen auf, Bauchnabel, Beckenboden sind noch aktiv, löst die Knie, halte hier. Absetzen, Fußrücken ablegen, komm in den Kniestand. Gut, drehen wir uns mal nach vorne, die Hände zum Kopf. Powerhouse, Rippenbögen schließen, neig dich seitlich. Einatmen mittig, aus. Bleib mal mittig, nimm die Ellenbogen vor, Wirbelsäule rund, einatmen, noch einmal ausatmen, rund und neig dich zum Fenster, ausatmen, ein, aus und crunch. Öffne die Arme zum Spiegel. Crunch. Nochmal seitlich. Andere Seite. Stütz dich ab und drehen wir uns so rum, damit wir mit dem Gesicht nach vorne sind. Gut, die andere Seite. Das war jetzt für uns. Rechter Arm, linkes Bein zusammenziehen. Strecken. Und setz den großen Fußzehen auf. Hand platzieren, Fuß nach außen. Öffne dich und komm hier in den großen Bogen. Halte hier für drei Atmungen. Komm zurück. Arm und Bein strecken, Crunch. Ziehe wieder deinen Fuß, die Hand nach außen drehen, öffne dich in den Bogen, halte. Eine Runde mehr. Ziehe wieder die große Zehe und die Hand, öffne dich in den Bogen. Zieh die Schulter tief und dein Blick ist entweder zum Boden, nach vorne oder am Oberarm vorbei zur Decke.
kannst auch immer gerne locker lassen, alle Spannung rausnehmen und komm zurück. Gut, von hier aus leg dich auf den Boden. Komm mal in Seitlage. Zieh die untere Schulter rein. Die Länge spüren, Scheitel zieht nach außen, Kinn leicht ranziehen, schließ die Rippenbögen, Powerhouse, heb beide Beine an. Kreise mal mit beiden Beinen, ausatmenden Kreis, einatmenden Kreis. Zwei mehr. Halte mal. Nimm das untere Bein nach vorne und setz nur die obere große Zehe auf. Schieb die Hüfte weg, dass du spürst, hier ist dein Luftkissen, schultertief. Flex den vorderen Fuß und jetzt kick nach oben. Kick. Zwei noch. Gut. Beide Beine anheben, leicht in die Diagonale legen, mal durchatmen. Die Hüfte wieder wegschieben, neu dein Powerhouse aktivieren. Bein anheben, du kickst zweimal vor und führst zurück. Bleib hier stabil von der Körpermitte. Entweder kontrollierst du dich, indem dass du die Hand mal auf dem unteren Rücken legst. Du kannst auch den Arm oben nehmen. Wenn alles zu wackelig ist, stütz dich ab. Zwei noch. Prima. Beug die Unterschenkel, stütz dich ab und komm nochmal in den Kniestand. Super. Hüftbreit. Nimm mal den rechten Fuß nach außen. Mal schauen, dass es auf einer Linie ist. Arme seitlich, Schulter tief, neig dich mal, wir nehmen die Hände hier, neig dich mal seitlich, richte dich auf, zu deinem gestreckten Bein hin und die Hüfte bitte tief nehmen, parallel, Powerhouse, schließ die Rippenbögen. Nächsten Mal bleibst du aufrecht, streck die Arme, spreiz die Finger, zieh die Schulter tief und jetzt neig dich zur anderen Seite, sodass du hier eine Linie bildest. Schulter noch tief, den Arm tief führen und zieh ihn hoch. Ein bisschen Bauchmuskel. Powerhouse ist aktiv, denk an den Beckenboden. Halte den Arm oben, drei Atemrunden. Schulter tief, schenkt mir ein Lächeln, ihr habt es gleich. Einen Atemzug noch. Richte dich auf, Hände tief. Nimm mal dein Bein zurück. Hände vor dir.
einen Katzenbuckel. Schieb dich in die Länge, Schulter, Blattspitzen tief ziehen. Gut, dann Wirbelsäule aufrollen. Andere Seite. Fuß nach außen, Hüfte, Bein ist eine Linie. Schulter tief, Powerhouse. Neig dich zum gestreckten Bein. Einatmen. Aus. Die Schultern sind entspannt. Die Ellenbogen außen. Dein Beckenboden ist ganz aktiv. Aufrecht, streck deine Arme, Schulter tief ziehen, spreiz die Finger, neig dich in die Seite, zur Seite, Arm tief und anheben. Powerhouse ist aktiv. Halte den Arm oben, drei Atemrunden. Richtig auf. Die Hände tief. Wir legen uns auf die andere Seite. Aufrecht, Schulter aufrecht, zieh die untere Schulter rein, schau ob die Taille, ob das leicht ist unter der Taille oder sogar ein Luftkissen drunter passt. Powerhouse, heb die Beine und du kreist beide Beine. Ausatmen im Kreis, einatmen im Kreis. Zwei noch. Nimm das untere Bein vor, große Zehe am Boden. Jetzt korrigier nochmal die Hüfte, dass du das Luftkissen erhaltest, den Platz fürs Luftkissen, Powerhouse. Fußflex und Kick nach oben. Schau, dass du hier wieder stabil bist vom Rücken. Ablegen, beide Beine in die Diagonale legen, Hüfte weg, atme erst durch. Powerful. Und Hüfte wegschieben, Powerhouse. Du kickst nach vorne, kick, kick, zurückführen. Hier stabilisier deinen unteren Rücken. Vielleicht ist eine Seite besser wie die andere. Schulter ist entspannt. Zwei noch.
leg dich auf den Bauch. Hände unter die Stirn. Atme durch. Zieh deine Schulterblattspitzen Richtung Gesäß. Bauchnabel, Beckenboden leicht einziehen. Lass mal dein rechtes Bein lang werden, heb es an. Hüfte bleibt am Boden, tief. Linkes Bein. Die Schulter ist entspannt. Beide Beine, verstärkt dein Powerhouse und die Schulter ist noch ganz locker. Lass dann deine Beine locker, gern mal mit dem Gesäß wackeln, entspann den unteren Rücken. Komm zurück zur Mitte. Nimm deine Hände neben dem Brustkorb, der Daumen ist unter der Brust. Schieb die Schultern tief und belaste die ganze Hand. Powerhouse, komm leicht in die Rückbeuge und jetzt zieh mal dein Kinn zum Brustbein und schau auf deinen Bauchnabel, heb dein Brustbein, ausatmen, die Schulter weit weg von den Ohren ziehen, einatmen, aus, Fußrücken drückt in den Boden. Langsam ab, Zehen auf dein Po anheben, drück dich nach oben in den Fersensitz und genieß die Dehnung, die Entspannung deiner Arme. Vierfüßlerstand und nun setz dich. Bisschen Bauch, gell? Wirbelsäule aufrichten, nimm mal die Arme vor, roll dich langsam in Rückenlage ab. Füße aufstellen, nimm die Arme zurück, über vorne, heb den Oberkörper, zieh die Arme Richtung Knie. Einatmen zurück, ausatmen hoch. Wer jetzt länger dabei ist, der bringt mal sein Becken in die neutrale Position, dass Hüfte und Schambein auf einer Ebene sind und du das Luftkissen hältst unter der Lendenwirbelsäule. Wenn du Stress im Unterrücken hast, die Lendenwirbelsäule in den Boden drücken. Halte den Oberkörper oben, Beine in Tischposition, Füße flex und die Schere mit den Armen. Kinn zum Brustbein ziehen. Bauchnabel, Beckenboden sind leicht eingezogen.
Arme wieder nach vorne, roll den Oberkörper ab, stell einen Fuß nach dem anderen auf, Arme locker, Schulter locker, gern den Kopf bewegen. Komm zurück zur Mitte, zieh dein Kinn leichter an, Beine nacheinander in Tischposition, Füße flex, Powerhouse, heb den Oberkörper an, nimm die Hände zum Kopf, Ellenbogen außen, schieb mal ein Bein in die Diagonale, ranziehen, das andere, einatmen mittig, ausatmen. Dein neutrales Becken halten, Schultern sind locker und dein Kopf ruht in deinen Händen. Wer mehr möchte, kommt in die Rotation im Oberkörper. Einatmen mittig, aus Rotation. Jede Seite. Haltet die Beine, Oberkörper abrollen, ein Fuß nach dem anderen aufstellen, Arme, Schulter locker. Die Knie mal locker von einer Seite zur anderen bewegen. Wieder zurück zur Mitte. Richte deine Wirbelsäule aus. Heb ruhig mal das Gesäß ab, roll die Lendenwirbelsäule ab. Füße hüftbreit. Powerhouse, aktiviere dein Powerhouse. Streck ein Bein nach dem anderen nach oben. Flex nochmal die Füße, dreh die Füße nach außen. Und dann klopf mit den Fersen so aneinander. Heel beats. Mit gestreckten Beinen oben. Von der Bauchlage her, kennt ihr das? Heute machen wir es mal anders. Und lächeln. Viermal klopfen beim Einatmen, viermal klopfen beim Ausatmen. Wenn ihr merkt, es ist schwer, nehmt den Oberkopf hoch, vielleicht ist es leichter. Finde mal raus, ob die Position leichter ist. Noch zwei Atemrunden. Gut, dann zieht die Knie ran. Hände auf die Knie, Beine nach außen kreisen und schließen. Nochmal Tischposition, flex die Füße, Powerhouse, neutrales Becken. Nun bringen wir das rechte Bein nach außen und zur Mitte, nur rechts und achte darauf, dass die linke Seite stabil bleibt, dass du mittig bleibst auf dein Kreuzbein, schließ die Rippenbögen, spür den BH-Verschluss am Boden. Schulter ist entspannt. Zwei mehr. Atmen.
Atme einmal durch in der Mitte. Erneutes Powerhouse aktivieren. Anderes Bein abspreizen. Achte darauf, dass du mit Körper mittig wieder stabil bleibst. Bleibst auf dem Kreuzbein. Rippenbögen sind geschlossen. Schulter bleibt noch entspannt. Zweimal. Und dann lass nochmal die Beine locker. Die Hände auf die Knie vor und zurück wegschieben, ranziehen und wegschieben. Mal mittig. Streck mal die Beine nach oben. Nimm ein bisschen Schwung. Komm hier und stütz dich erstmal ab. Gut. Die Beine über die Hüfte, Powerhouse. Lass die Beine absinken. Und wenn es geht, tipp mal mit der großen Zehe zum Boden. Heb sie wieder an. Leg die Hände ab. Roll dich langsam ab. Wenn die Beine die Diagonale kommen, heb den Oberkörper mit an und versuch mal hier zu halten. Super, Beine ablegen, Fuß flex und zieh nach vorne. Richte dich auf und roll dich ab mit dem Ausatmen. Heb die Beine an, komm nochmal nach oben. Gut, wenn es geht. Du kannst hier halten, du kannst aber auch zum Boden tippen. Komm wieder in die Waagrechte. Dann rollst du langsam tief. Genau, komm hoch. Wenn es geht, hältst du hier. Option ist auch gebeugte Beine. Wer gebeugt hat, legt sie ab, sonst gestreckt ablegen. Neig dich wieder nach vorne. Dann richtest du dich auf, roll dich ab, heb die Beine an, komm mal nach oben, dehn deine Atmung aus. Du musst aber nicht halten, du kannst auch gleich vorgehen. Also finde raus, was deins ist. Dem Ausatmen roll dich ab. Einatmen halte ich hier. Ablegen mit dem Ausatmen nach vorne ziehen. Ruhig lange ausatmen. Einatmen hoch. Und wieder abrollen, ausatmen. Einatmen. Das merkt schon, es wird immer länger, gell? Ihr müsst nicht so lange, wir können gleich weitergehen. Eine Runde noch. Das ist eine ganz schöne Ganzkörperarbeit.
meine Beine zittern auch. Zeit, dass wir uns wiedersehen, bin auch nicht so von mir. Und dann bleib dir bitte vorne, flex die Füße, bleib hier für 3 Atemrunden. Die Hände ziehen ruhig vorbei an euren Beinen, die Schulter ist entspannt. Dann richte dich auf. Super. Roll dich nochmal in der Rückenlage ab. Stell die Füße auf, hüftbreit. Die Beckenschaukel, bring die Lendenwirbelsäule zum Boden, komm aufs Kreuzbein. Zieh dein Kinn leicht ran. Dann löse deinen unteren Rücken, komm in die Schulterbrücke. Halte mal hier, nimm nochmal die Arme hoch, die Schulter tief, spreiz mal die Finger, spür die Dehnung hier beim Hüftbeuger, spür die Spannung in den Fingern, dass ihr merkt, da ist gut, kribbelt es vielleicht auch ein bisschen, Decken nochmal ein bisschen höher. Senk dein Becken ab, leg die Arme ab und schwing dein Becken von rechts nach links, wie eine Schaukel. Heb nochmal an und Wirbel für Wirbel abrollen. Atme ein, nimm die Arme zurück, ausatmen, setz dich auf. Prima. Lass locker. Wir kommen nochmal in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind vor deiner Schulter und du kommst in die Hängematte. Po bleibt über den Knien und mach mal dynamisch so wippen. Dann halte. Komm hoch. Und mit der einen Hand gehst du nach rechts, mit der zweiten auch nach rechts. Dein Gesäß bleibt über den Knien und jetzt nochmal tief. Jetzt spürst du die ganze Seite, die mitgedehnt wird. Dein Nacken ist locker. Bewusst tief ein- und ausatmen. Und Fußrücken bleibt auf dem Boden. Komm hoch, über die Mitte, nun zur anderen Seite. Lass dein Brustbein sinken und spür die Dehnung hier über die Seite. Dein Gesäß bleibt über den Knie. Komm zurück zur Mitte, leg dich auf den Bauch und du nimmst mal die linke Hand unter Stirn, dann zieh dein rechtes Bein nach oben auf Hüfthöhe oder ein bisschen höher, genau, und lass mal die Hüfte locker, sodass du tief sinkst, deine Schulter locker.
Sehr ist locker. Spür die Dehnung. Wer mehr möchte, beugt mal das linke Bein. Flex den Fuß. Aber schieb gleichzeitig die Hüfte im Boden. Und du kannst entweder, wo ist mein Fuß hier? Entweder den Fuß greifen oder wenn du mehr kannst, mit geflextem Fuß. Find raus, machst du es mit Hand oder ohne, ist eine super Dehnung und bewusst ein- und ausatmen. Dann lässt du locker dein Bein zurückschieben. Beweg ruhig nochmal dein Gesäß von einer Seite zur anderen. Komm zurück zur Mitte. Anderes Knie nach oben ziehen. Bring dich mal kurz um. Hier besonders ist ausgerichtet, anderes Bein beugen, du greifst mit der gegenüberliegenden Hand, Ende den Fuß, nicht quer ziehen, sondern versucht das Bein, den Sprunggelenk über dem Oberschenkel zu halten. Wer mehr möchte, flext den Fuß und bewusst die Hüfte tief schieben. Gleichmäßig atmen. Mit jeder Ausatmung gib mehr Spannung in den Boden ab. Lässt wieder locker, Bein zurück, beweg nochmal dein Gesäß von einer Seite zur anderen, Schulter ist entspannt. Kommst du zurück zur Mitte, Hände neben dem Brustkorb, Zehen aufstellen, Po anheben, stütz dich ab nach oben, setz dich einmal. Gut, kleine Entspannung, ihr legt euch auf den Rücken. Lasst die Schulter locker, lasst die Arme locker. Atme bewusst über die Nase ein, über den leicht geöffneten Mund aus. Der Ausatmung, lasst die Beine ganz los. Vielleicht fällt der Fuß nach außen. Vielleicht sind die Füße aufgestellt und deine Knie aneinander gelehnt. Mit dem nächsten Ausatmen lass die Körpermitte los, sodass die Wirbelsäule schwer Richtung Boden sinkt. Beim nächsten Ausatmen ist die Schulter schwer auf dem Boden. Sie wird weich wie geschmolzene Butter.
Deine Arme sind entspannt. Deine Gesichtszüge werden ganz weich. Dein Kinn sinkt sanft nach unten. Und deine Zunge liegt gelöst in der Mundhöhle. Atme bewusst in den Brustkorb. Spür, wie er sich ausdehnt und auch enger wird. Tief in den Brustkorb ein und geräuschvoll aus. Dann ziehst du ein Knie nach dem anderen ran, schaukelst mal vor und zurück. Wenn du willst, komm mit Schwung zum Sitzen oder über die Seite. Gut, wir atmen nochmal ein und aus. Und leg die Hände in den Schoß. Super. Danke, Theresa, fürs Mitmachen. Danke dir. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Wird ja schon besser, Lockerungen sind angesagt. Bis bald, alles Gute. Tschüss. Tschüss.